Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte in einem Video, ich weiß leider nicht mehr genau welches Video das ist, mal gesagt, herein. Was zum Schönen? Ein Video aufnehmen. Ach, dann störe ich vielleicht. Dass ich so eine Art Neujahrsputz mache. Und zwar, man hat ja gute Vorsätze fürs neue Jahr. Also ich nicht, weil ich habe immer welche und nicht nur zum neuen Jahr, aber das ist halt so ein Ding, das weiß ich nicht. Trotzdem mag man ja gut ins neue Jahr starten und einfach ordentlich und deswegen machen ja oder strukturieren viele Leute zu Neujahr ihr Leben oder ihr was weiß ich was um. Und da dachte ich mir, dass ich meinen Heimatstall ein bisschen aufräume. Ach stopp, ich bin gerade voll lost. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich das in einem Video gesagt habe, dass ich Neujahrsputz machen möchte, genau. Und dann alle gefragt haben, ob ich dann dazu ein Video machen kann und das mache ich jetzt heute. Auf jeden Fall, ich bin gerade voll durcheinander. Genau, möchte ich einfach ein bisschen meinen Heimatstall aufräumen und alles. Und so ein Video habe ich schon mal vor fast einem Jahr gemacht, also relativ da, wo ich mit YouTube angefangen habe. Ich glaube, das Video ist nicht mehr online und das war auch ein ziemlich ranziges Video. Und ich dachte, ich mache das nochmal cooler. Also ich weiß nicht, ob es cool wird, aber ich nehme euch einfach mit, wie ich das mache. Und zwar haben wir eine To-Do-Liste. Zwar als erstes Stallhilfe kaufen, das geht relativ schnell. Dann möchte ich erstmal mein Inventar leeren oder halt fast leeren. Dann möchte ich von allen meinen Pferden die Ausrüstung runter machen. Also wisst ihr, so hier gammelt noch irgendwas rum, weil ich immer der Meinung bin, ja, ich brauche das vielleicht noch und dann möchte ich es doch reiten. Dann habe ich schon vergessen, was das Outfit war, aber das mache ich eh nicht. Deswegen kommt das alles runter. Dann mag ich auch ein bisschen die Hufeisen drauf machen, weil wie ihr wisst, habe ich auf allen Pferden eigentlich Eisen, aber auf den neuen halt nicht. Und irgendwas wollte ich noch machen. Ach so, genau, dann natürlich noch meinen Kleiderschrank aufräumen, wobei ich das gleich auch schon so ein bisschen mit Inventar mache. Und eventuell Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Ja, ich würde sagen, das klingt nach einem Plan und wir fangen mal an. Und ich räume einfach mal ein paar Sachen, die ich in meinem Inventar habe, ein. Also in den Kleiderschrank und ja, also ein paar Sachen brauche ich halt schon noch immer, aber das meiste denke ich halt so, ja, ich brauche das, aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich räume auch gleichzeitig schon ein bisschen den Schrank auf, also nicht wirklich. Also ich tue halt die Sachen schon rein, wo sie auch hin sollen, aber das wirklich so den Rest, den ich mal reingeschmissen habe, räume ich dann später auf. So, ich habe jetzt einige Sachen aus meinem Inventar in den Kleiderschrank getan. Falls ich die halt doch irgendwie brauche, dann muss ich halt nochmal zum Kleiderschrank. Ich werde es überleben. Hier habe ich jetzt halt so ein paar fertige Outfits, die ich sicher brauche, drin gelassen. Oh, die Schweifschleife ist voll schön. Ich wusste nicht, dass ich diese Farbe habe. Aber was mir noch auffällt, die Angel könnten wir in der Tat auch noch raus, weil ich habe wirklich alle Angelquests und ich glaube nicht, dass ich aus Spaß angeln werde. Ja, dann, das wollte ich eigentlich als erstes machen, kaufe ich Stallhilfe. Und ja, als nächstes werde ich von allen Pferden das Zeug abmachen. Das Ding ist, früher fand ich es sehr cool, wenn praktisch die Pferde fertig gemacht im Stall stehen. Aber ich hole noch Hufeisen, weil als ich noch nicht so viele Pferde hatte, wollte ich halt auf jedes, also für jedes Pferd ein Outfit machen. Deswegen habe ich mir auch manche Sachen mehrmals gekauft, also wie zum Beispiel Sättel oder sowas. Aber inzwischen mache ich eh jedes Mal, wenn ich mich neu drauf setze, ein Outfit. Und deswegen, ich mag das nicht, wenn die fertig gemacht im Stall stehen. Also ich habe jetzt noch Hufeisen reingetan. Das Ding ist, ich habe wirklich auf allen Pferden, die ich, außer halt die ich neu gekauft habe, spezielle, also die schnellen Hufeisen dran, also auch auf, keine Ahnung, so urpferdemäßig. Und ich glaube, das werde ich aus Hufeisenspargründen einfach nicht machen, weil ich die einfach sowieso nicht reite. Also seitdem es nicht mehr dieses eine gute Champi-Pferd gibt, sondern ich mal mehrere in Championaten reite, ist das auf jeden Fall gut, dass viele Pferde eben diese Eisen drauf haben. Aber zum Beispiel bei solchen Urpferden ist es einfach ein bisschen unnötig. Und ja, ich gehe jetzt mal rum und mache Zaumzeug ab. Also hier bei Cinnamon Girl und sowas bleibt es halt drauf, weil ich die halt zurzeit levele. Aber hier müsste ich auch gleich mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie es mit den Hufeisen aussieht. Ach, die haben keine. Keine ist auch okay. Aber die Anfänger-Hufeisen, ich hasse das, wenn die drauf sind. Ich schmeiße die immer sofort weg. Stellt euch vor, ich habe hier irgendwie richtig viel Starcoins für den Rochen ausgegeben, aber dann finde ich den nicht, weil der auf irgendeinem Pferd rumgammelt. Ich habe gerade vergessen, ich muss eigentlich gar nicht auf die Pferde draufsteppen, sondern ich kann hier draufklicken. Ich glaube, ich muss sogar schon zum ersten Mal zum Schrank, oder? Ja. Und sortiere schon mal das Zeug so ein bisschen ein, weil ich meine, es ist ein bisschen blöd, dass das Inventar nicht so viel Platz hat. Okay, ich glaube, ich habe heute doch keine Lust, meinen Kleiderschrank aufzuräumen. Es ist so ein also ich weiß, für euch sieht das bestimmt total ordentlich aus, aber glaubt mir, für mich ist das hier, oh,
Ich müsste euch irgendwann mal alle meine Haustiere zeigen, weil ich habe so viele coole Haustiere inzwischen. Okay, ich glaube, ich bin jetzt erstmal fertig mit dem ersten Einordnen. Und ja, ich schaue noch, irgendwas hat hier bestimmt noch Ausrüstung dran. Also ich habe wirklich an so viel Pferde irgendwas dran gemacht und ich vergesse immer, dass ich hier hinklicken kann. Das ist so einfach. Und ich werfe diese Hufeisen weg. Es stört mich einfach so krass. Oh mein Gott. Oh. Ich habe gerade aus Versehen irgendwie auf das Hufeisen, statt auf das Hufeisen auf Verkaufe dieses Pferd geklickt. Oh mein Gott. Okay, ich tue mal wieder ein paar Pferde in den Stall. Das Blöde ist, man sieht zwar, wenn die eine Trense aufhaben, aber man sieht nicht, wenn die halt, keine Ahnung, einen Sattel oder sowas aufhaben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an dem Pferd die Chumpy-Ausrüstung dran haben soll. Das Ding ist, das ist unser neues Clubpferd, aber es ist eh noch nicht ausgelevelt und ich habe ehrlich gesagt auch nicht vor, das in nächster Zeit auszuleveln. Aber eigentlich muss ich es fast. Ich lasse die Ausrüstung einfach dran. Aber dann sitzt die Katze da immer rum. So, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich von allen die Ausrüstung runtergemacht. Und jetzt würde ich sagen, ich setze mich erstmal auf ein anderes Pferd drauf, damit ich die anderen irgendwo hinstellen kann. Sortiere ich meine Pferde. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich meine Boxen nicht erweitert, weil ich weiß nicht, ich habe nicht so Lust dafür, Starcoins auszugeben, weil es kostet schon einiges. Auf jeden Fall, ja, sortiere ich ein bisschen meine Pferde. Es nervt mich so, dass es immer noch angezeigt wird, dass die was anhaben, obwohl sie längst nichts mehr anhaben. Ist das eine gute Wahl? Ich würde sagen, das ist ein gutes Set. Wie lange dauert es ungefähr, das auszuleveln? Ich level eh nicht jeden Tag. Sagen wir mal, ich brauche für jedes Pferd eine Woche. 6 Wochen schon mal. Und dann hier eine halbe... Oh Gott, okay, nein. Oh. Okay, nein, ich muss das schneller hinkriegen. Wir könnten zu einem Level 1 Pferd, was ich hier habe, noch ein Outfit machen, das ich als nächstes levele. Wir nehmen Buttercake. Ich habe so Lust, auszuprobieren, wie gut es klappt, zu Buttercake ein Outfit zu machen. Ich glaube, das wird schwierig, aber ich will es unbedingt probieren. Oh mein Gott, ich glaube, mit der Schabracke hatte ich mein Lookbook gemacht. So, ich habe jetzt einiges einsortiert und ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Outfit sagen soll. Es ist irgendwie schon sehr viel Verschiedenes drin, aber vielleicht sieht es ja aus der Entfernung gut aus. Also, wenn ihr mich jetzt so seht beim... So beim Leveln seht, würdet ihr denken, dass ich cool bin. Nein, ihr würdet denken, dass ich absoluter Müll bin und das ist auch komplett verständlich. Egal, ich liebe einfach das Pony. Ich hoffe, ich habe es jetzt mit dem Outfit nicht komplett verkackt. Ich glaube, ich werde es als nächstes leveln, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich level als nächstes Birdie. Birdie könnte ich in die Box stellen, dann ist hier alles ordentlicher. Aber ich habe einfach richtig Bock, Buttercake zu leveln. Leute, ich kann euch nur empfehlen, auch euren Heimatstall aufzuräumen. Glaubt mir, es gibt nichts Schöneres, als aus seinem Heimatstall rauszugehen. Nein, ich habe das Moorland-Charm verpasst. Das wollte ich unbedingt reiten. Es gibt nichts Schöneres, als aus seinem Heimatstall rauszugehen und den richtig ordentlich zu verlassen. Und ihr wisst, wenn ihr reinkommt und ein Pferd wechseln wollt, dass ihr es findet und sofort ein Outfit draufpacken könnt. Das ist einfach toll. Oh, mein Zahn tut weh. Oder irgendwas tut weh, mein Kiefer. Ich bin immer noch ein bisschen insecure mit dem Outfit. Also, ich weiß nicht, vielleicht mag ich es irgendwann mehr. Aber ich wollte eigentlich ein Foto für Instagram machen, aber ich fühle mich noch nicht wohl genug. Der Grund, warum ich so wenig auf Instagram poste, ist einfach nur, dass ich es immer ranzig finde und ich sehe halt Leute immer was voll Schönes Bearbeitetes posten und ich kann halt nicht bearbeiten. Ich poste halt einfach so Star-Stable-Bilder und dann will ich halt auch, dass sie so schön aussehen, weil ich meine, es ist nicht unmöglich, schöne Bilder in Star-Stable zu machen, ohne sie zu bearbeiten, aber dann muss halt alles nice aussehen und ja. Ey, das ist voll nervig, dass das hier im Weg steht. Irgendwie ist das Pony langsam. Hat das Outfit eigentlich Werte? Anfängerhufeisen! Weg damit, raus mit die Viecher. Oh mein Gott, wisst ihr, was wir machen können? Heute ist, also wenn dieses Video ankommt, nicht, aber jetzt, wo ich das Video drehe, ist der 31. Dezember und ich habe gehört, dass im Adventskalender eine Julbock drin ist. Leute, ein Julbock. Oh mein Gott, das wünschen wir uns schon seit letztem Jahr und jeder war voll enttäuscht, dass es das nicht gab. Und ich öffne das jetzt. Wow, ihr Outfit ist ja on fire. Oh mein Gott. Okay, ich werde das jetzt rausholen. Magischer Strohziegenbock. Tolle Übersetzung. Oh mein Gott, wie cool. Ich finde, der sitzt ein bisschen awkward da drin. Und wenn er draußen ist, ist er irgendwie deutlich größer. Aber es ist cool, vor allen Dingen... Bei dem Pony ist der Julbock schon echt groß. Es ist sehr cute. Es ist sehr, sehr, sehr cute.
Ich meine doch vorhin, ich habe so viele coole Haustiere schon zusammen. Bald kann ich wirklich ein Haustiervideo drehen. Aber da sehen wir wieder ein positives Beispiel, dass Star Stable unsere Wünsche sich zu Herzen genommen hat. Als wir letztes Jahr gesagt haben, wir wollen so ein Ding und dieses Jahr bekommen wir es. Okay, es sieht gerade sehr schön aus und mit dem Background und langsam gefällt mir das Outfit auch. Ja, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Endeffekt war es jetzt nicht komplett ein Entrümpelungs- oder Neujahrsputz-Video, sondern auch so ein bisschen irgendwie ein kleiner Vlog oder so, habe ich das Gefühl. Aber manchmal habe ich einfach nur Lust zu reden, weil sonst, wenn ich Star Stable spiele, fühle ich mich sehr alleine. Deswegen habe ich einfach ein Video aufgenommen. Und ja, wenn ihr trotzdem noch dran seid, schreibt einfach mal Buttercake ist cool in die Kommentare. Warum sind diese Sätze, die ich mir dafür ausdenke, immer so weird? Oh mein Gott. Okay, wie auch immer. Ich wünsche euch quasi, kann man das wünschen? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr und ich wünsche euch ganz viel Glück in 2021. In allem, also nicht nur in Star Stable, sondern in allem, aber auch in Star Stable. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!